Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu dem Minish Cap. Dem Minish Cap? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell in der Stadt und ja, natürlich in unserem Randomizer unterwegs. Und ich hätte gesagt, wir gucken uns hier noch ein bisschen um, denn es gibt sicherlich noch die ein oder andere Sache, die man hier machen kann. Zum Beispiel hier könnte ich mir nämlich auch einfach den Topf jetzt umdrehen. Und kann mal gucken, geht's hier rein? Nö. Kann ich in den Kamin? Das geht. Da komme ich hier oben drauf. Aber das bringt mir ja gar nichts. Aha. Interessant. Ich kann auch hier rausgehen. Und dann könnte ich, ich weiß gar nicht. Hier kann ich auf jeden Fall reingehen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Yo. Okay. Sehr aggressive Hühner. Alter. Okay, okay, okay. Aber ich glaube, muss man da nicht irgendwie noch hin? Alter. Ja. Da muss ich schwimmen können. Kann man hier hochgehen? Alter Falter. Ich wurde einfach komplett weggeklatscht. Was ist hier? Geld. Na gut, da muss ich jetzt nicht extra rauskommen, glaube ich, für das Geld. Mann, jetzt habe ich dieses Gepiepse auf dem Ohr. Warum? Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Das war's. Ja. Schade. Mann, Alter, die Hühner haben mich voll weggeklatscht. Okay. Naja, immerhin. Hier noch. Ah, guck mal, hier kann ich schon rein. Bringt mir aber auch nichts. Doch, hier kann ich. Ah, hier kann ich hoch. Oh Gott, schon wieder Schaden bekommen. Hi. Ich bin mir etwas nervös, wenn ich von unten hochkomme. Uah. Ja, kann ich glauben. Wurde auch gerade fast weggefegt. Ich muss. Warte mal, jetzt muss ich von der anderen Seite, oder wie? Die zwei von unten sind frisch verheiratet. Voll im lieben Liebestaumel. Okay. Aber hier komme ich jetzt nicht drüber, ne? Da muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich kommen. Gibt ja noch einen Weg. Jetzt wäre mal ein Herzteil oder sowas ganz geil. So. Hi. Condita ist richtig hübsch. Alle Backwaren schmecken super. Immer schön klauen hier. Yo, geil. Das ist gut, die Flossen. Nee. Das hier? Nee. Das hier? Sehr schön. Da können wir wieder ein bisschen was Neues machen. Auf jeden Fall. Sehr schön, die Flossen. Das Abenteuer geht weiter. Natürlich. Ich latsche genau da rein, wenn gerade der Luftstrom rauskommt. Oder nein, es ist ja die heiße Luft wahrscheinlich, ne? Boah, ein halbes Herz noch. Mal bald unseren ersten Game Over erhalten. So. Ich dachte, ich kann hier rein. Nö. Kann ich nicht. So, ich glaube, in den Brunnen können wir doch nicht rein, ha? Ich dachte eigentlich, wir können hier so durch den Abfluss, aber da passiert nichts. Nee, leider nicht. Okay, ansonsten haben wir hier noch was. Hier komme ich schon gar nicht mehr hoch. Sieht mir hier nicht so aus. Nee. Hier kommen wir dann gar nicht mehr durch. Okay. Dann erstmal wieder zurück verwandeln. Boah. Kurz vorm Tod, ey. Wahnsinn. Aber wir haben die Flossen, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Was Mag Meets von nebenan ist schon weg, aber morgen sehe ich sie wieder. Okay. Herzchen? Habt ihr ein paar Herzchen für mich? Gar nichts hier. Wow. Bin so traurig. Keine Herzchen. So. Ja, hier müsste ich irgendwie mal hochkommen. Da gibt es einen Köcher, Junge. Aber wie komme ich denn hier rein? Das kann ich verschieben. Aber spielt doch keine Rolle. Ich müsste eigentlich erstmal durch den Kamin irgendwie runterkommen.
Liebe Mutter, ich bin im Haus nebenan. Ah. Schnur. Ja, da komme ich ja nicht rein. Ich müsste das Feuer von dem Kamin ausmachen. Brauche ich bestimmt den Büsterich, oder? Kann das sein? Das könnte sein. Stimmt. Das war bestimmt so. Ja, hier kann man bestimmt auch noch was machen. Aber die töten mich ja. Die killen mich instant. So, hier kann ich Hühner sammeln, ne? Mieter. Konnte man noch hier irgendwie, oder? So, was haben wir hier in den Dingern drin? Überall leere Schatzkisten. Kann man hier irgendwas machen? Herzlich willkommen. Na, willst du dich bei uns ausruhen? Wenn du hier schläfst, bist du bald wieder fit. Und es gibt ein Geschenk. Nein, danke. Na komm, das machen wir jetzt einfach mal für 50. Wenn es ein Geschenk gibt, bezahlt's im Voraus. Danke für deinen Besuch. Schlaf gut. Also ich habe kein Geschenk bekommen. Warum habe ich kein Geschenk bekommen? Ich habe das jetzt eigentlich eher gemacht, weil ich ein Geschenk bekomme, aber naja gut. Wenigstens bin ich wieder fit. Immerhin etwas, ne? So, hier könnten wir mal was anzünden. Dann geht vielleicht die Tür auf, aber ich habe nichts zum Anzünden. Du warst im Luxuszimmer? Ich weiß nicht, in welches Zimmer ich gehen soll. Ich war nicht im Luxuszimmer. Da müssen wir hin nochmal, zum Wasserfall. So, da sind die drei hier. Oh, du willst mir ein Haus zeigen? Klar. Vielen Dank, ich gehe mal gleich hin. Machen wir das einfach, oder? Da komme ich nämlich an die Schatzkiste ran, wenn ich da die Tür öffne. So, jetzt ist der Typ weg. Der Gormann. Jetzt wohnt sie hier. Oh, guten Tag, Link. Ich fühle mich sehr wohl in dem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir einen Talisman. Ha. Hab ich nicht. Okay. Ja, dann sind wir erstmal so weit durch hier, glaube ich. Kann ich hier irgendwie noch nach rechts gehen? Nee. Also wir können jetzt nochmal zum Seeler Wasserfall. Wie bin ich denn da hingekommen? Weil da war auf jeden Fall... Ja, da war noch was offen. Da kann ich jetzt hinschwimmen. Allgemein, wir können jetzt schwimmen. Vielleicht gibt es da was Schönes. Und auch in den Wald kann ich jetzt nochmal gehen, weil wir können jetzt schwimmen. Oh Gott, Wecker. Sorry. Da hat der Wecker geklingelt. So, gehen wir hier nochmal hoch. Da, können wir jetzt hin. Hier war ich schon, gell? Ja, Kiste ist offen. Cool. So, was gibt's hier? Oh. Ich bin Dustin, der beinahe beste Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du mir mit mir trainierst, kannst du im Nu deine geheimen Kräfte stärken. Jo, klar, let's go. Die Turbine. Das war ja erbärmlich. Ich dachte, wir wären jetzt super stark oder kriegen irgendwas Cooles, aber nein. Wir hätten Pech. Okay, was gibt's hier auch für Rubine? Wunderbar. Ah ne, auch nur ein Raubschleim. Kann ich da durch? Jo. Okay. Ja, guck mal, fette Beute. Mann. Ah, okay. Sind wir wieder voll mit Geld? Das war's aber auch schon, ne? Hier geht's nicht weiter. Hm. Naja. Hätte ja was Gutes sein können, ne? Okay, schade. Weiter drüben gibt's aber auch noch was. Aber da komme ich jetzt gar nicht hin. Nö. Komme ich hier von hier oben noch rein? Nee, geht auch nicht. Okay, dann muss ich noch weiter oben raus. Dann geht's da weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal zu den Minish, jetzt wo ich schwimmen kann. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Move. Dü-dü.
komme ich nicht durchs Tor. Aber da muss ich vor dem Schloss von Hyrule rechts lang. Okay. Alles klar. So, jetzt kann ich hier rüberschwimmen. Da gibt es die Ocarina. Das hat man auch schon mal gesehen. Ocarina des Windes. Zack, jetzt kann ich mich teleportieren. Und? Mann. So, das ist ein Goldener. Die sind auch schon überall gespawnt, aber die geben nur Geld. Das heißt, die kann ich ignorieren. Aha. Laden der Hexe Sirup, Bürgermeister Hagaras Haus. Hagaras Haus. Was? Pfeile, okay, schade. Ba, 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 ba. So, da drüben war ich schon. Das ist so eine Falle. Das rieche ich doch schon. Oh, ich kein Geld. Geh weg. Ist hier noch was? Ach, da wäre so ein Ding. Der könnt, mit dem kann man auch vereinen. Aber ich habe keine... Oder habe ich schon vereint wahrscheinlich. Ist schon vereint standardmäßig. Wegen dem Randomizer, ne? So, Hyrulesee. Okay. Und wir können schwimmen. Das heißt, wir können weitermachen hier. So. Wie? Und die Hacker. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und etwas zu rammen. Brauche ich wahrscheinlich... Ja. Die Pegasus-Stiefel. Schwert-Upgrade. Jo! Nehmer. Weißes Schwert erhalten. Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert ist alberig. Brauchst du nicht mehr. Brauchst du nicht mehr. Geil. Sehr schön. Wir sind stärker geworden. Okay, da rechnen wir noch nicht lang. Ist auch schon wieder so viel zu entdecken. Auf jeden Fall gut, dass wir... Ach du Scheiße, ist das viel. Gut, dass wir die Schwimmflossen bekommen haben. Ich gehe mal kurz hier rein. So. Ja, die Bombentasche. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boah, wie gut. Leute, das ist ein guter Run. Ein guter Part. Ich fühle mich jetzt schon viel stärker. Okay, das hier ist doch auch ein Dungeon, oder? Oder was ist das? Tempel des Tropfens. Ja, ich bin einfach... in einem Dungeon drin. Aber was ist ein Tempel? Warte mal, ich habe hier... Minish Cap Randomizer. Ich habe mir hier aufgeschrieben, was man für die einzelnen Dungeons braucht, um da weiterzukommen. Tempel des Tropfens. Kraftarmband, Schwimmflossen und Lampe. Okay, das ist, glaube ich, hier... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe hier lieber noch nicht rein. Man braucht hier doch einige Items. Und mit den Items halt davor. Wir gucken erstmal andersweitig. Was es hier noch so gibt. Aber ich merke mir auf jeden Fall schon mal, dass da der Tempel des Tropfens ist. So, da muss ich mich klein machen. Da sind Pfeile. Die nützen mir halt noch gar nichts. Ja, ich könnte mich ja klein machen, wenn ich die Pegasus-Stiefel hätte. Dann komme ich da noch... Hä? Hä? Warum komme ich da nicht hoch? Ich komme hier überall nicht hoch. So. Ja, ich brauche immer eine Leiter. Okay. Ja, das ist ja doof. Hier kann ich mich klein machen. So. Aber was bringt mir das? Dann kann ich mit Tieren reden, ne? Wie war das? Mein Herrchen, Eier, kommt immer so spät nach Hause. Winsel. Bin ich hier rein? Nö. Hä? Hat jetzt keinen großen Sinn, oder? Dass ich mich hier klein machen kann. Okay. Keine Ahnung. I don't know.
Okay, da kann ich von der anderen Seite was verschieben. Lon Lon Farm. Ah, jetzt sind wir von der anderen Seite da. Das ist da auch nicht schlecht. Okay, was ist hier? Bürgermeister Hagers Haus am See. Jetzt sind wir wieder im Tuloria-Wald. Ach, von da kam ich ja, ne? Ja. Hier gehe ich auch erstmal wieder zurück. Links. Was ist hier? Ah, guck mal. Hier kann man erstmal so einen Shortcut machen. Sehr gut. Von hier aus können wir jetzt auch fliegen. Und zwar wahrscheinlich in den anderen Wirbelsturm, ne? Beziehungsweise ich kann jetzt hier so... Jo, geil. Sehr, sehr geil. Und dann hier nochmal ein Shortcut. Schön, da haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. Cool. So, ja, das wurde ja auch schon alles gemacht hier. Und dafür kriegt man ein Herz. Aber es geht ja noch mehr. Oder? Diese Steine sind lecker. Ich möchte für immer hier bleiben. Oh. Gleich Pfeile. Scheiße. Ja, ist halt ein Randomizer, ne? Normalerweise gibt es hier wahrscheinlich was richtig Geiles. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir bekommen halt 30 Pfeile. Naja. So, aber nicht schlecht. Haben wir hier nämlich schon mal Shortcuts gemacht. Und dann können wir jetzt hier erstmal von der anderen Seite vielleicht die Tür aufmachen. Ah ne, ich komme hier gar nicht mehr durch. Ah. Bringt nichts. Okay, schade. Nee, das bringt nichts. Hier? War ich hier schon? Nee, bei der Hexe Zero war ich auch noch nicht. Aber ich krieg 30 Bomben. Nein. Obwohl, nee. Ich kann ja nur 10 tragen, oder? Bringt mir nichts. Okay. Bringt das was, jetzt nochmal da durchzugehen? Gehen wir nochmal hoch zum See. Ich meine, mit Bomben kommen wir jetzt auch erstmal weiter. So, hier waren wir doch auch noch nicht. Let's go. Ja, wir sind auf jeden Fall stärker. Das merkt man schon. So, was haben wir denn hier? Noch einer. Oh ja, Mabel. Yay. Mit ihm kannst du fliegen. Je länger du den Knopf gedrückt hältst, desto weiter fliegst du. Geilo. Ich bin Maximilian, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Nanu, es ist noch ein wenig zu früh. Mindestens 10 Herzen. Oh. Mann, jetzt muss ich mir das merken. Och Mann. 10 Herzen. Eieiei. Okay, aber hier können wir noch einen Shortcut machen. Da kann ich hinfliegen. Warte mal, Select. Den haben wir nämlich auf Kurzwahl, das ist richtig cool. Ja. Okay. Hallo. Hey du, Lexter getroffen? Hast du Lexter getroffen und war er im Tempel des Tropfens? Ich wusste, ich bin eben unschlagbar. Toll bist du. Ah, kommen wir jetzt als kleiner Typ raus? Oh Gott. Alles klar. Hä? Ah, okay. Brauche ich Greifenmantel? Ich kann jetzt rüberspringen. Oh Gott, nein! Achso, ich kann einfach in das Loch gehen. Theoretisch.
Ist, glaube ich, noch nicht gedacht, dass ich hier den Greifenmantel habe, oder? Oh Gott, hat er eine große Feder. Oh, das ist ein junger Mensch, den Wiki erfindet. Ich habe es gehabt. Weil du hier bist, möchte ich dir meinen wertvollsten Schatz schenken. Mach weiter so. Die Kraft am Bänder, Leute. Let's go. Es läuft sehr gut. Wir werden immer stärker. Ja, cool. Bräuchten wir noch die Lampe? Und dann könnten wir ja theoretisch in den Tempel des Tropfens. Hier kann ich nicht fliegen, oder? Als Kleiner ja sowieso nicht. Das war gut. Boah, das ist so overpowered, das Item. Geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das läuft gut. Sehr schön, Leute. Und wieder größer machen. Okay, was machen wir jetzt? Greifenmantel. Was können wir denn jetzt alles machen, ey? Jetzt kann ich auch einfach in den Wirbelsturm da reinjumpen. Oh, ist das gut. Sehr, sehr gut. Guck mal hier. Noch ein Shortcut. Hä, saugeil. Okay. Hier waren wir schon, ne? Ja. Ah, der Part ist schon wieder rum, Leute. Boah, wir haben auch richtig gut abgesahnt in der Folge. Nice. Freue ich mich. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Zu einer neuen Folge vom The Minish Cap Randomizer. Ich würde sagen, da oben machen wir dann weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.